Hallo Welt. Da sind wir wieder. Und die liebe Sarah ist auch hier irgendwo. Ja, hallo Richie, hallo YouTube. Ja, ich bin bei unserem Häuschen. Und, ja. Und irgendwie, wir haben gedacht, eventuell. Wow. Ja. Es geht darum, dass sonstiges Schatten im Firmenhauptsitz von Hornwald ist, das Büro des Bürgermeisters. Ja, also es geht darum, dass wir ja die Aufgabe hier zwar gemacht haben, aber wir können die Braustation nicht bauen. Deswegen haben wir nochmal neu gestartet und jetzt gesagt, wir gehen vielleicht mal nicht als Team rein, sondern gehen so einzeln mal zu Big L. Jetzt ist es so, dass ich vor dem Tattoo-Studio gelandet bin und hier sind gerade leuchtende Ghule Stufe 58. Da habe ich natürlich hier mit Stufe 12 überhaupt gar keine Schnitte gegen die. Das geht ja gar nicht. Ich weiß gar nicht. Ich habe mich ja zwar aufs Dach gerettet hier oben, ich bin aber schon total verstrahlt und alles, aber... Ich weiß gar nicht mehr, wo... Ach so, ja, da. Okay. Ich komme mal angeflitzt. Letztes Red Away muss ich nehmen. Ja, also es geht darum, dass wir natürlich ganz gerne die Aufgabe machen wollten. Jetzt ist es ja so, dass die Aufgabe gar nicht mehr im Pip-Boy angezeigt wird. Also weder abgeschlossen, noch fehlgeschlagen oder irgendwas. Wird einfach nicht mehr angezeigt und von daher... Oh Gott. Ja, ich bin auch schon angeschlagen. Mein Gott, wo sind die alle her? Ja, vor allem 110 jetzt... 110 Stück? 110 Stück? Was denn? 10 Strahlenpolis oder so. 3, 4, 5. Da drüben ist auch jemand am Hilfe rufen gerade. Ja, das bin ich. Oh, oh, hat schon aufgehört. Bist du tot? Nein. In 10 Sekunden bin ich tot. Ja, gibt's ja gar nicht. Stufe 58 hier in Morgentown? Oh, rufst du wieder? Ich bin tot. Oh. Irgendjemand schießt. Gibt's ja gar nicht. 6, 7 Stück von den Dingern. Ja, hier waren auch so 2, 3. Und dann leuchtende. Da ist man ja sofort verstrahlt. Eben. Aufgeblähte leuchtende. Mäusbein. Man verliert ja nur Schrott, oder? Ja. Ich spawne mich jetzt zu dir. Weil Schrott, ich habe ja alles abgelagert. Alles geladen. Theoretisch, ich komme. Versuch am besten aufs Dach zu kommen hier, weil ich weiß nicht, wie wir gegen die ankommen sollen da. Mist. Ach, da bin ich. Ja, hallo. Ja, wir sind also nicht im Team. Vielleicht kann man die Aufgabe abschließen, wenn wir eben nicht im Team sind. Aber was machen die Blödmänner hier? Ja, das geht ja gar nicht. So viel Munition hätte ich gar nicht. Was habe ich denn sonst noch im Inventar? Wie schmeißt man die denn noch? Wo sind sie denn jetzt? Da drüben steht einer. Da hinten laufen die rum. Wie kommt es, dass solche Gegner hier sind? Ich habe keine... Ach, Moment. Wurde das Gebiet vielleicht hier verstrahlt? Nö. Nö. Weil das habe ich ja noch nie erlebt, wie das ist, so mit so einem verstrahlten Gebiet. So viel. Aber auch alles leuchtende, ne? Aufgeblähte, leuchtende. 58. Das hat überhaupt gar keinen Sinn, auf die zu schießen.
Das ist Munitionvergeudung und die Waffe wird abgenutzt, aber wir richten sowieso gar keinen Schaden aus, oder? Nee. Ja. Wo ist er hin? Ach, ums Eck. Aber die rennen auch irgendwie da hinten hin, irgendwo. Oh. In der Luft explodiert. Hilft auch nichts. Ja, da traut man sich ja gar nicht runter. Das ist auch keine gute Idee, jetzt runterzugehen bei den ganzen Ghoulen da. Einer hockt nämlich hier unten irgendwo rum. Oh, der ist schon weg. Hat ein bisschen Schleim da gelassen, Ghoul-Schleim. Ja, okay, hier ist Wusakelsoft auf Stufe 140, der ist hier gerade durchgerannt. Der wird die wohl dann alle hier angeschleppt haben. Dann. Die scheinen weg zu sein. Der ist immer noch an der gleichen Stelle da. Hallöchen. Krank. Ja, dann werden wir also auch noch krank. Oh, bin ich verstrahlt. Das sehe ich jetzt erst. Okay. Wusakelsoft bewegt sich in unsere Richtung. Ja, vielleicht sorgt er ja ein bisschen für Ordnung. Ich glaube, mit Stufe 140 kann er die auch mit einem Schuss erledigen. Ich glaube, einen hat er gerade erledigt. Ich habe da Punkte bekommen, du auch? Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, ich habe mich geheilt. Ach so. Schimmeliges Essen, schmutziges Wasser steht da. Oh, das habe ich weggeworfen, glaube ich, gerade. Nicht lustig. Nee, das ist ganz schön mühselig gerade. Aber er scheint sich aus Morgentown eher zurückzuziehen. Womit schießt er? Ich sehe gar nichts. Mini-Atombomben. Na, ich höre das auch nur. Ich sehe das nicht. Aber es hört sich an, als hätte der eine richtig dicke Waffe da. Komm, wir rufen mal beide um Hilfe hier. Vielleicht hilft er uns ja. Der ist auf Stufe 140. Der hat die auch angelockt hier. Machst du mit? Wie denn? Hier über Emotes. Jetzt reagiert er auf. Naja, er müsste es eigentlich sehen. Die Frage, ob er jetzt näher kommt. Also in der Nähe ist er ja. Oh, gut. Sowas kannst du da mit den Granaten werfen. Ich werfe mir die immer vor die Füße dann. Bei mir ist es mit dem Molotow-Cocktail. Da habe ich Respekt vor, weil ich die immer in die Wand und so schmeiße. Okay, ich leide unter Glühpusteln jetzt. Ich weiß gar nicht, ich habe gar nichts getan. Ja, ich habe auch mir was eingefallen. Glühpusteln, ja, für 7 Minuten noch. Ja, dann komm mir lieber nicht so nah. Es strahlt aus meinen Wunden.
Da, er hat noch einen erwischt. Hast du ein paar angeschossen? Sarah? Ja. Denn dann bekommst du die Punkte, wenn er einen erschießt immer. Boah, der ist aber auch ganz schön am Kämpfen, wa? Das ist, scheint für ihn da auch gar nicht so einfach zu sein. Komm, wir helfen. Wir rufen nochmal um Hilfe. Oder? Jetzt da hinten gelaufen. Da kommt keiner zum Helfen. Der ist ganz in der Nähe. Gleich um die Ecke hier. Ja, lauf zu Mami. Komm, put. Wo ist er denn? Immer noch da. Ja, ich habe gleich keine Munition mehr. Hast du blau geschossen gerade? Aber da ist einer mit einer Rüstung. Ganz da hinten rennt noch einer rum. Jetzt habe ich auch Erfahrungspunkt. Oh, der kann fliegen. Der kann fliegen. Sowas gibt es. Jetpack. Oder aber er hat genau dieselbe Krankheit, die du früher hattest. Känguru-Krankheit oder was war's? Beuteltier, ja genau. Aber das sah gerade so aus, als hätte er hinten so eine Düse da gehabt. Da hab ich drauf geachtet. Ja, Richie, wie kann ich die ganze Zeit hier jetzt verbleiben? Oder? Ich winke ihm mal. Hallo, hier sind wir. Wir kommen nicht vom Dach runter. Hier sind überall krasse Ghule. Ja, da hinten. Die ganze Stadt ist verseucht. Die ganze Stadt ist voll irgendwie. Das habe ich noch nie gehabt hier. So hochlevelige. Also hier sind ja sowieso viele Ghule, aber ja, ich glaube, der hat die Beuteltierkrankheit. So wie er jetzt gerade gesprungen ist. Boah, das gibt jedes Mal Punkte, wenn er welche abschießt. Bei dir auch? Ja, natürlich auch. Aber wir können ja trotzdem nach L gehen, wir müssen ja jetzt nicht hier oben fahren. Wir kommen ja nicht nach L rein. Der wird ja wohl nicht auf uns schießen, oder? Der ist jetzt gerade so dabei. Ach nee, da ist nicht. Ah, der ist hinüber, okay. Ja, komm. Mich interessiert. Aber hier sieht alles so komisch aus. Wie komisch? So grün. So grün drin? Bist du drin? Nein, ich bin hier draußen. Super Supermarkt. In der Ferne sieht es so grün aus. Oh ja, tatsächlich. Wie kommt das denn? Ja, vielleicht ist das doch alles verstrahlt hier. Hallo. Fusakel Soft ist jetzt hier. Danke für die Hilfe. Hätten wir nicht geschafft sonst. Wir wissen nicht, wo die alle herkommen. Können wir vom Dach wieder runter? Ist das jetzt sicher, oder? Ich bin noch schon unten. Ach so, du bist schon unten. Wo bist denn du? Ja, hier vorne. Ach da. Ja, wollen wir rein? Ja, natürlich. So, ich gucke erstmal nach den Plänen, ob es hier Pläne gibt. Ist alles leer hier. Na gut, dann gehen wir mal rein, oder? Ja.
Mal sehen, wir sprechen ihn mal an. Wir haben ja einen Nukaschein. Vielleicht nimmt er ja die direkt und macht sie sich selber ins Gebräu. Oder aber er sagt uns, wir sollen das da reinstellen. Und vielleicht ist damit dann die Aufgabe erledigt. Ach, wenn ich jetzt wieder, ja. Runter. Genau. Da auf den Eingang. Elf ist. Warte. Elf. El Bandi. Das wäre ein schöner Tag. Die Böden sind grün, die Wände sind blau, der Himmel strahlt wie die Sonne. Entschuldigung, könnten Sie mir kurz zur Hand gehen? Das hier haben wir ja welche. Ja. Tut sich was? Nukaschein hat meine Sicht auf die Dinge ganz klar verändert. Sagen Sie mal, war die Welt nicht mal einfarbig? Diesen Trick, den Sie da herstellen, Louis meinte, das wäre sein Magnum. Wie heißt das noch? Magnus Opal oder so. Reden wir nicht lange um den heißen Brei herum. Wenn ich nicht bald Nukaschein kriege, ja, dann könnte ich nüchtern werden. Nee, du. Wo ist Luis überhaupt? Wir hatten kaum Zeit zum Reden. Tja, ich wünschte, ich könnte ihm sagen, wie bombig ich mich fühle. Mein Ratschlag, legen Sie einen Zahn zu und bringen Sie mir diesen Nuka-Drink. Da ist mir noch was gerade eingefallen. Wir haben ja das Poster gar nicht angeklickt. Sarah. Ja. Also, wenn das Leben Ihnen mal übel mitspielt, okay, dann sprechen Sie doch einfach den guten alten L an. Ach, du bist schon hier? Aber das heißt ja, dann müssen wir Event nochmal machen. Irgendwie merkwürdig, oder? Weil wir haben ja alles, wir haben das Passwort, wir haben alles eigentlich. Ja, und sogar Und das Rezept. Hin und her rennen. Und das Rezept für die Nukaschein haben wir sogar. Ja. Ja, deswegen. Irgendwie merkwürdig ist das. So, ich habe es angeklickt, gelesen. Ach, wo hast du das dann gefunden? Draußen? Ja, draußen hier, da war ein Partyplakat. Pimis, wilde Räumungsparty, diesen Sonntag. Was ist das doch, oder? Ja. Nö, bei mir startet auch nichts. Dann ist die Quest wohl daneben gegangen. Dann lade ich dich jetzt ins Team ein und ja, da kann man nichts machen. Meinst du, die war wirklich begrenzt? Ich meine, das Poster hat man ja begrenzt im Atomic Shop bis zum 8. April bekommen, hatte ich ja gesagt. Dann hätten Nö, wir das. Aber vielleicht haben wir das schon beendet und wir sind einfach zu blöd. Nein, vielleicht haben wir es ja wirklich schon beendet. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Komm, Gule suchen. Komm, wir gehen in Großuni nachher. Ach, du meinst die Toten hier suchen? Ja, die haben bestimmt gute Sachen dabei. Oh, 10 Millimeter. Vorkriegsgeld. Kriegsbandsicherung. Ich hoffe, die kommen nicht wieder.
Ja, vor allem diese nicht. Ja. Wobei, jetzt habe ich gar keine Munition im Moment mehr. Hier auf dem Dach ganz zwei Stück. Nichts drin. Hier auch eine. Nichts drin. Roter Pilz? Leuchtpilz? Auch neu. Ein roter? Oh, Hirnpilz, Leuchtpilz. Ja. Bleistift. Ja, den habe ich aber auch noch nicht gesehen. Das erste Mal. Bleistift habe ich schon gesehen. Ach, warum habe ich denn Plastik markiert? Brauchten wir irgendwann mal Plastik? Ich weiß es nicht. Ich hab's vergessen. Mal sehen, was brauchen wir denn? Kleber, Kupfer brauchen wir, Plastik. Plastik ist überall. Säure brauchen wir. Federung vielleicht, wenn wir bauen wollen, aber Blei, ja, okay, Blei ist auch fast überall drin. Bist du nach oben gegangen? Immer dahin, wo er die ganze Zeit rumgeballert hat. Ja. Wo war das denn? Ich glaube links hier. Der kam hier raus. Aus der Seitenstraße kam er hier. Oben auf der Brücke müsste einer liegen, habe ich gesehen. Den hat er mit einem Schuss erledigt. Ja, hier liegen ganz viele rum. Uah, da stehen aber auch schon wieder zwei. Ne, kommt. Weg? Ja, die schaffen wir nicht leben. Wohin? Ich habe ja gedacht, hier oben in das Gebäude, ja. Naja, wenn die jetzt da drin auch alle so stark sind. Ja, irgendwie, das Spiel ist halt so. Weil eigentlich ist die Gegend ja nicht für harte Gegner. Haben die das alles aufgelevelt? Ah, du Nee. hast erzählt, dass die Gegner stärker sind, aber so stark? Ja, ich habe den Eindruck, dass die Roboter besser treffen nach dem letzten Patch. Aber die Gegner hier sind eigentlich nicht unbedingt stärker. Die sind für uns auf Stufe 12 eigentlich zu schaffen. Also das wundert mich mit den Ghoulen da. Ich aber auch. Komm, wir ärgern sie. Es lohnt sich sowieso nicht mehr, jetzt da reinzugehen. Keine Chance gegen die. Schaffen wir gar nicht. Wer hat die denn freigelassen? Wer hat diese Ghule freigelassen, auf die Welt losgelassen? Ja, ich vermute schon, dass es dann daran liegen könnte, dass hier Fusakelsoft rumlief, eventuell. Also zumindest in anderen Gegenden, da ist mir das schon aufgefallen, dass wenn einer, der höher geskillt war, in die Gegend kam, dass dann auf einmal auch höher geskillte Gegner da waren. Also hier wird es dann nicht anders sein, denke ich mal. Und ich habe noch 4 Patronen. Ja, für die 10 mm habe ich noch ein bisschen was. Und wir sind am Ende der Folge. Ja, was für Patronen brauchst du denn? Ich müsste gucken. Ich glaube, 308er sind das. Moment. Ja, 308er. Ja, der kann hier hochspringen, sind aber geliefert. Ne, der nimmt überhaupt keinen Schaden. Kannst du vergessen. Ich denke, wir sollten raus aus der Welt. Ja. Nur mal neu laden. Da, weil.
Ja, aber erst im nächsten Part. Also, Erst, das ist dann in. Ja, das ist ja in dem Sinne dann kein Surfer-Hopping, aber hier kommt man ja jetzt wirklich nicht weiter mit den starken Gegnern hier. nee. Na gut, liebe Welt da draußen, dann bedanken wir uns für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Bis zum So. nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.